Hey Leute, mein Name ist CFPS von BigClan. Die CS2 Beta ist endlich raus und ich zeige euch heute die besten Einstellungen, um euer System zu optimieren. Ich bin bei uns zuständig für die IT und stelle auch den Profispielern die PCs ein. Daher kann ich euch ein paar coole Sachen zeigen. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's. So, kommen wir zum ersten Step. Ein Tool, was ich benutze, was komplett kostenlos ist, was wir euch auch zum Download bereitstellen unten in der Beschreibung des Videos, ist das Programm QuickCPU. Hier könnt ihr überprüfen, ob eure Kerne von eurer CPU geparkt sind oder nicht. Hier könnt ihr oben rechts schauen, okay, hier sind gerade 27 Kerne einfach geparkt bzw. reserviert für andere Anwendungen. Wir wollen das nicht für Counter-Strike 2, deswegen drücken wir hier oben rauf auf Accept. Er erstellt einen neuen Powerplan und dann könnt ihr hier sehen, alle Kerne sind aktiviert. Dann habt ihr auch die volle Power von eurem System für das Spiel. Hier unten könnt ihr noch überprüfen, ob alles auf 100% steht. Apply und euer System rennt. Als nächstes nehme ich ein Tool, um Windows-Dienste zu deaktivieren, die unnötig sind, meiner Meinung nach. Könntet ihr theoretisch auch manuell alles einstellen. Ich will mir Zeit sparen. Programm ist kostenlos, gibt keine Probleme. Einfach starten, die empfohlenen Einstellungen hier oben übernehmen, OK drücken und das war's. Die Einstellungen werden erst wirksam, wenn ihr euer System neu startet. Das könnt ihr dann machen, wenn ihr alles erledigt habt. Das reicht. Der nächste Step wäre, die Hardware Acceleration zu deaktivieren. Einige Programme nutzen das, um einfach Performance zu sparen. Gehen wir einfach unter den Einstellungen von Chrome Browser, in dem Fall unter System. Hier könnt ihr einmal die Hardware Acceleration deaktivieren und dass Chrome quasi im Hintergrund läuft. Neu starten, er hat die Einstellung übernommen. Gerade wenn ihr spielt und noch den Browser nebenbei aufhabt, dann kann es sein, dass sich quasi Windows auch mal voll bläht mit Prozessen. Chrome nimmt gerne auch mal so 20 bis 30 Tabs im Hintergrund. Da könnt ihr ein bisschen Performance gewinnen. Das nächste Tool, was ich gerne mal nehme, ist MSI Utility. Das müsst ihr als Administrator starten. Dann sucht ihr eure Grafikkarte raus, in dem Fall ist die 4090 RTX. Der MSI-Mode aktivieren, die Priorität auf High stellen, Apply und dann hat er die Einstellung auch übernommen. Ein wichtiger Punkt sind die Grafikkarteneinstellungen im Treiber selbst. Dafür nutze ich das Tool NVIDIA Profile Inspector. Einfach starten, dann könnt ihr euch für euer Spiel ein Profil erstellen. In dem Fall ist es Counter-Strike 2. Und hier könnt ihr nochmal tiefer in die Materie eingehen und einige Einstellungen tätigen, die über die normalen NVIDIA System Control Panel nicht einstellbar sind. Wir müssen die maximale Refresh Rate auf High stellen. Vertikale Synchronisation muss auf jeden Fall aus. Dann scrollen wir weiter runter unter die Punkt 4 Texturfilterungsqualität auf High Performance stellen. Punkt 5 Common Power Management Mode. Hier auswählen maximale Performance. Bei CUDA Force P2 State einmal deaktivieren, das Ganze übernehmen, Apply Changes und dann habt ihr für Counter-Strike 2 ein Profil angelegt. Das nächste Tool, was ich nehme, ist Adware Cleaner. Da könnt ihr bösartige Dateien löschen. Gerade über der Zeit belädt sich manchmal das System zu mit Mülldateien. Einfach auf Scan Now drücken, die Sachen, die dort angezeigt werden, die schädlich sind, einfach in die Quarantäne verschieben, neu starten und dann habt ihr euer System auch wieder gereinigt, sodass Windows auch einwandfrei läuft. So, jetzt kommen wir zum Punkt, was euch wirklich was bringt und was in anderen Tutorials nicht gezeigt wird. Dadazu öffnet ihr einmal die CMD-Exe als Admin, ganz wichtig, und dann gebt ihr diese drei Befehle ein. Einfach copy-pasten, eingeben in die Konsole. Die Befehle findet ihr unten nochmal in der Beschreibung. Da könnt ihr mir einfach vertrauen. Des Weiteren gehen wir jetzt in den Device Manager und dort suchen wir uns den Punkt aus USB-Controller, suchen unsere Root-Hubs. Kann sein, dass einige mehrere haben. Ich habe in dem Fall nur einen. Rechtsklick drauf, Power Management und den Haken deaktivieren, auf OK und dann sind wir durch mit dem Device Manager. Der nächste Punkt ist einmal Rechtsklick auf Windows unter den Einstellungen. Dann gehen wir in die visuellen Effekten, die einmal deaktivieren. So, der nächste Step ist einmal die Netzwerkkarteneinstellungen zu tätigen von unserer Netzwerkkarte auf dem Mainboard. Dazu einmal in die erweiterten Adaptereinstellungen gehen. Dann suchen wir uns unsere Verbindung aus, die wir auch nutzen. Unter Konfiguration erweitert suchen wir uns einmal aus den Effizienz-Ethernet-Plan, deaktivieren, Gigabit Lite deaktivieren und Green Ethernet auch deaktivieren.
einmal unter den Einstellungen Gaming die Xbox Game Bar deaktivieren. Die brauchen wir nicht für Counter-Strike 2. Ansonsten den Game Mode würde ich in dem Fall aktivieren. Mittlerweile ist Windows 11 echt gut. Der nächste Schritt wird sein, hier unten in der Suchleiste sysdm.cpl eingeben. Da findet ihr unter den erweiterten Advanced-Einstellungen den Punkt Performance. Dann könnt ihr nochmal die visuellen Effekten von Windows deaktivieren oder auf Best Performance stellen. Und ich habe gerne nochmal Smooth Edges von meinen Schriftarten. Apply, okay. Bringt euch auch nochmal einige FPS. Nicht viele, aber Kleinvieh macht auch Mist. Es gibt ein cooles Programm, gerade wenn ihr eine neue GeForce RTX Grafikkarte der 40er Reihe habt, könnt ihr euch das mal hier downloaden. Da seht ihr den Boost-Takt, der aktuell läuft auf eurer Grafikkarte. Den könnt ihr hier nochmal locken, indem ihr hier oben drauf drückt. Und dann seht ihr hier oben eine Veränderung. Der springt auf 2,7 jetzt. Und dann könnt ihr damit erzwingen, dass die Grafikkarte auf eine konstante Linie fährt. Und das bringt auch nochmal Performance bzw. Stabilität ins Spiel selbst. Wenn ihr nicht mehr spielen solltet, würde ich das deaktivieren, weil die Grafikkarte dann auf maximale Leistung und sehr viel Strom zieht. So, jetzt haben wir die Windows-Einstellung getätigt. Jetzt gehen wir endlich ins Spiel und da zeige ich euch nochmal coole Tricks, die ihr einstellen könnt für CS2, die euch auch noch was bringen. Los geht's. So, wenn ihr das Game gestartet habt, geht ihr unter den Einstellungen einmal unbedingt auf Video und überprüft eure Herzzahl eures Monitors. Da müsst ihr auf jeden Fall Maximum stehen, was euer Monitor auch hergibt. So, jetzt gehen wir zu den Advanced-Video-Einstellungen. Die Einstellungen empfehle ich euch einfach, weil ihr dadurch Max FPS bekommt und auch eine gute visuelle Darstellung des Spiels selbst. Ich gehe einfach von oben nach unten durch. Boost Player Contrast aktivieren. Vertikale Synchronisation deaktivieren. Für Maximum FPS könnt ihr Anti-Aliasing Mode deaktivieren. Sieht einfach nicht schön aus, deswegen empfehle ich vierfach MSAA. Globale Schattenqualität einfach auf Low stellen, Modell- oder Texturdetails auf Low zu stellen, Partikeldetails auf Low und Ambient Occlusion lassen wir auf Medium, soll ja auch noch ein bisschen schön aussehen. Die HDR-Einstellungen stellen wir auf Performance, Super Resolution lassen wir auf Disabled und Nvidia Reflex Low Latency lassen wir an. Und dann sind wir damit durch. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr eure Dev-Konsole aktiviert in Counter-Strike. Dazu müsst ihr Steam starten, unter die Bibliothek gehen und dann in den Eigenschaften müsst ihr den Startparameter setzen, minus Konsole. Dann könnt ihr auch die Konsole in CS2 aktivieren. So, nachdem ihr die Konsole aktiviert habt, könnt ihr auch hier die Konsole öffnen mit der Taste eurer Wahl. Die findet ihr unter Keyboard Maus. Dann könnt ihr die Taste auch binden für die Konsole. Hier Toggle Konsole. Und dann könnt ihr mit der Taste auch die Konsole öffnen. Und hier kann man nochmal Befehle eingeben fürs Spiel, die auch nochmal was bringen. Also in dem Fall empfehle ich FPS Max 0 einzustellen. Und dann könnt ihr auch zum Beispiel in der Oberfläche von Counter-Strike selbst könnt ihr auch die FPS angleichen. Gerade wenn ihr irgendwelche anderen Sachen macht, Kisten öffnet oder sonstiges, dann leckt es nicht und ihr habt Maximum an FPS. Ein weiterer Punkt, was gerade aktuell wichtig ist, sind die Raids, die man einstellen sollte. Da empfiehlt sich jetzt aktuell den Wert zu nehmen. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren jetzt die besten Einstellungen von meiner Seite aus für die aktuelle CS2 Beta. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dass wir ein zweites Video rausbringen, wenn die Counter-Strike-Version veröffentlicht wurde, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ja, bis bald. Das war's. Euer CFPS.